ni le bien. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. So
Aussage gerade. Danke SEG, danke Martin Meiger zur Seinheit, ihr seid ein Wahnsinn. Danke, danke, danke. Wahnsinnig. Gibt es in Graz eigentlich Pennymärkte? Schon, oder? Ja, das ist ein österreichisches Phänomen, glaube ich. Gibt es den Rewe-Konzern in Graz? Fetzt man sich bei euch auch im Pennymarkt? Wo geht's hier hin, um euch zu fetzen? Penny mag schon, oder? Schon, ja. Nur ist jetzt Musik aus. Das nächste Lied ist eine Ode an den Pennymarkt. Und geht so. Ein Buskerzeller!
Show selber. Wir haben uns kennengelernt am 1. November. Ich hab noch all aber das Herz im Kalender. Eventuell ist auch schon im Juni passiert. So genau hat mich das eh nicht interessiert. Auf jeden Fall. Verantwortungsvoll, bitte, danke. Niemals! Hat jemand eine Ersatzfußmaschine von den Schlagzeugern? Zufällig eine Fußmaschine einstecken. SIG oder Mighty Maggots, habt ihr irgendwo eine Ersatzfußmaschine herumstehen? Haben wir einen Drum Doctor an Bord? Ja.
Habt ihr irgendwelche Fußballschiene? Sonst nicht. Hallo? Ich glaube, hört uns keiner. Vielleicht so in einer Stunde ist es dann hinten. Das nächste Lied geht raus an alle Fußballschienen. Wer hasst Fußballschienen? Ich hasse Fußballschienen so sehr. Viel Spaß bei Du nervst. Unser Verbrauch an Fußballschienen ist höher als an Blinddärmen. Ja, übrigens, ein riesen fetter Applaus an den Luki, der vorgestern seinen Blinddarm rausbekommen hat. Außer mit dem Urs. Gebt bitte Bescheid, wenn er blutet, wir sehen das nicht. Ah ja, wir haben ja heute EP-Release und jetzt haben wir endlich mal einer von den EP-Releases-Liedern hier jetzt. Wer kennt unser Video Freibad? Ah doch. Das kommt jetzt. Ja, richtige Stimmung, wenn man draus schaut. Viel Spaß mit Freibad, es ist ein Sommerhit. Genießt die letzten Sommertage oder so noch. Leute, wirklich. Los, wir gehen flitzen! Ja, wir flitzen!
Ja, Rap liegt mir im Blut. Der neue Stern am Rap-Himmel, Christian C.J. Mir fällt doch gerade irgendwie was auf. Im Lied davor singe ich, wie scheiße es in Freiburg ist. Und dann im nächsten ist Freiburg plötzlich gut labern. Also. Wir sind eine Band der Kontroversen und der Widersprüche. Ja, ich bin noch nicht ganz sicher. Freiburg ist so ein schwieriges Thema. Ja, ganz, ganz heikles Thema, das sprechen wir nicht. Ambivalent. Es gibt noch ein ganz, ganz schwieriges Thema in Österreich. Darüber muss gesprochen werden. Ja, weil Leute, ihr müsst halt einen großen Umsatz machen, damit wir unsere Getränke umsonst trinken dürfen. Deswegen konsumiert gescheit und zahlt für eure Safteln, ja, und ja, nicht zechbrellen. Damit wir es nicht müssen. Ja, nicht zechbrellen. Und jetzt passt auf im nächsten Lied, hört genau zu, zechbrellen ist scheiße. Also ihr dürft eigentlich überall zechbrellen, nur im Music House, wenn Bonjour drauf spielt. Davon handelt das nächste Lied. Dips.
über die Haken. Die Nacht ist jung. Die Nacht ist jung. Die wird die Nacht. Die wird die Nacht. Und das ist fix. Es wird nichts toll. Wenn ihr genug habt vom Zahlen, dann gönnt euch eine Auszeit und geht's einmal auf Kur. Wer war vorher schon mal auf Kur? Wer ist gerade auf Kur im Music House? Ich! Ja, der Luki. Der muss jetzt seinen nicht mehr vorhandenen Blinddarm trainieren. Wir schauen uns dann später Backstage an, wie wir am besten seinen Darm trainieren können. Richtig, es gibt kein Backstage, mach's auf der Bühne. Bei den meisten Dermen weiß ich, wie ich sie trainieren kann. Man bringt dann leider nicht. Das nächste Lied heißt Kur. Reimt sich nicht auf Darm und ist für euch und vor allem für den Chor. Yeah.
weh. Du hast nichts, was du verlangst, um was es geht. Ein Mensch nicht, du Tempolar. Ich denke am Plan, wo die Ente fahren, ich dachte, oh no. Wir haben auch Scheiße. Unser Kurschatten. Dankeschön, wir sind verliebt in euch. Wir fahren jetzt wirklich auf Kur. Wir haben vorher vergessen, glaube ich, zu sagen, dass es unser letztes Lied war. Ja, es war unser letztes Lied. Danke, Music House. Ich gehe mal da runter. Und die
Dankeschön. Jawohl, danke, Graz. Ja, die gebrochenen Herzen. Na, so eine Nummer brauchen wir jetzt einmal zur Pause. Prost. Prost, liebes Music House. Danke, danke, liebe Leute. Danke. Für euch haben wir jetzt was ganz Besonderes, ein Lied in Fis. Und mit ganz viel Gefühl. Fis Dur oder so, oder? Ist es Dur? G Mayo? Fis Mayo. Dur. Wir brauchen noch Fußmaschinen, Umbauphase. Wir haben Fußmaschinenprobleme. Naja, aber jetzt ziehen wir's durch. Wir haben ganz, ganz massive Fußmaschinenprobleme, Leute. Es tut mir echt leid. Ja. Jeder hat so seine Probleme mit Maschinen. Ich will nicht erzählen, mit welchen Maschinen ich Probleme habe. Ich erzähl's auch nicht. Den Witz verstehe ich nicht. Er meint sicher ein Drucker oder so. Der war zu intellektuell. Das nächste Lied ist Scherbenhaufen und ist eigentlich unser Hit, also müsst ihr jetzt abgehen. Der ist für die Ladies voran. Egal, der ist für alle. Ich fühle das Lied gerade sehr stark, Luki. Und für dich, hey! Seitdem
Dankeschön. Das war doch schön. Dankeschön. Vielen lieben Dank an SIG. Du warst geil, danke sehr. Vielen, vielen lieben Dank an die Mighty Maggots. Die Macht, die immer Gotten. Und die Mighty Maggots, beziehungsweise zwei von ihnen, möchte ich jetzt bitte auf die Bühne bitten. Vielen Dank auch an die Deutschen. Ja, vielen Dank an die Deutschen. Natürlich. So, die Mighty Maggots. Da ist schon einer, den Großen und den Kleinen. Ich sehe beide, jawohl. Riesen Applaus. Es ist immer schön, wenn man von den Bands, die davor spielen, voll an die Wand gespielt werden. Das ist immer ein gutes Gefühl. Ja, das ist immer kacke, ja. Man sollte sich die Vorband viel geschissener auswählen. Eigentlich sollten wir uns als Vorband nehmen. Der Mann bringt mir sogar Noten mit, die ich lesen kann. Du kannst nicht mal Buchstaben lesen. Hey. Nein, das ist nicht lustig. Also. Stimmt nicht, Ziffern auch nicht. Anal, wie heißt das? Verkehr. Ist nicht lustig. So, das nächste und letzte Lied ist auf der neuen EP und heißt auch so, wie die EP heißt, nämlich Ich denke oft an Bad Vöslau. Kennt hier wer irgendwer Bad Vöslau? Wer denkt oft an Bad Vöslau? Ist wer aus Bad Vöslau? Ganz ehrlich. Ja. Ist hier jemand aus Bad Vöslau sogar? Gott sei Dank. Nein, das stimmt nicht. Wir lieben alle Bad Vöslauerinnen und Bad Vöslauer. Ich denke oft an die Bad Vöslauer. Noch öfter denken wir an Fußmaschinen, Blinddärme und... Analphabetismus. Ja. Das Lied ist in A-Dur, glaube ich. Habe ich recht? Ach so. Ihr dürft gern abgehen bei dem Lied. Aber nur wenn ihr wollt. Jetzt gelten keine Gesetze mehr. Jetzt dürft ihr Party machen. Yeah.
schön. Alle von Bad Fürslar und vor allem von den zwei Herren hier. Also original klingt doch immer am besten, wirklich. Und wir von Schurtropfen träumen von euch. Ihr wart super, Graz. Danke nochmal. Und jetzt haut's rein. Dankeschön, danke.